glaube, wir haben ja hier in Deutschland auch die Neigung, das Pferd immer leicht vom falschen Ende her aufzuzäumen. Wir reden über Polizei und Geheimdienste. Das ist eigentlich immer eher das letzte Mittel. Vielleicht sollten wir mal mehr über Prävention reden. Auch, ja. Wenn man sich zum Beispiel Clans anguckt, alle erzählen immer von Clan-Gewalt, Clan-Kriminalität, ganz furchtbar. Wenn man sich die Geschichte der Clans in Deutschland oder speziell auch in Berlin anguckt, die sind ja alle in den 70er, 80er Jahren hier angewandert. Die haben sich ja hier verbreiten können, weil überhaupt keiner sich um die geschert hat. So. Da hat man ja sehr früh versäumt und jetzt versucht man, das in den Griff zu bekommen. Das Zweite ist, es kam letzte Woche, glaube ich, kamen hier Untersuchungen raus, dass die Gewalt an Schulen in Berlin deutlich zugenommen hat. Corona war ein Grund, aber es gibt Untersuchungen, die jetzt ganz klar zeigen, die Gewalt nimmt deshalb zu, weil es wahnsinnig viele abgehängte Schüler gibt, die einen unglaublichen Frust schieben und dann schlägt das in Gewalt um. Die äußern sich in irgendeiner Weise. Was heißt das? Wir haben unser Schulsystem völlig verkommen lassen hier in Berlin. Das heißt, die Kinder, die es nötig hätten, um die kümmert man sich nicht und dann wartet man ab, bis die dann in die falschen Hände geraten und gewalttätig werden. Wenn ich mir angucke, die Sparpolitik des Senates hier in Berlin, man ist doch gerade wieder kräftig dabei zu diskutieren, ob man für Jugendhilfe und solche Träger, die extrem wichtig wären, das Geld kürzt und streicht und damit das alles runterfährt. Das heißt, man schafft sich da die Probleme, die man morgen dann beklagt. Gleichzeitig gibt es viele, die hier in die Fänge auch von islamistischen Organisationen geraten, das ist leider so, solche Leute gibt es, die kümmern sich aber um diese Jugendlichen und ziehen die da rein. Da müsste man viel mehr ansetzen. Das ist nichts, was man plakativ machen kann. Das Zweite ist, sollen wir denn nicht hingehen und sagen, wir machen keine Europameisterschaft mehr und keine Olympischen Spiele, weil man im Grunde genommen gar nicht weiß, ob irgendwelche Terroristen sich da angezogen fühlen und sagen, da mache ich jetzt einen Anschlag, das hat weltweites Aufsehen. Das kann doch die Antwort nicht im Ernst sein. Ich glaube, da muss man als freie Gesellschaft sich dagegen stellen und muss dann diese Maßnahmen auch ergreifen und muss dann auch sagen, wo setze ich denn dann bitte schön Prioritäten und zwar langfristig. Wenn ich langfristig nichts für junge Leute tue, in der Schule, in der Jugendarbeit und so weiter und so fort, habe ich irgendwann ein Problem, an dem ich 20 Jahre zu kauen habe. Ich möchte das betonen, aber ich möchte auch hinzufügen, es ist nicht nur einseitig, es ist nicht nur eine Bringschuld der deutschen Gesellschaft, sich um die ausländischen Kinder zu kümmern. Ich rede nicht nur um die ausländischen Kinder, ich rede die hier aufgewachsen sind. Das sind unsere Kinder hier. Ja. Von denen wir sprechen. Es gibt viele Nationen mit Migrationshintergrund, die nach Deutschland kommen und sich sehr wohl bestens integrieren und leistungsfähig sind, aber manche Gruppen überhaupt nicht. Tobias Schmidt? Also ich glaube, da gerät ein bisschen was durcheinander jetzt. Sie haben absolut recht, Herr Tewald. Man muss auch Prävention machen, man muss sich um die Jugend kümmern und man darf die Integration oder das sich kümmern um Abgehängte darf man nicht irgendwelchen Moscheevereinen überlassen. Und man darf auch Schulen in Brennpunktvierteln nicht vor sich hin gammeln lassen. Das ist ein Riesenproblem. Nicht nur, es gibt auch gute Schulen und man sollte auch unser Schulsystem nicht kaputt reden und sagen, das verkommt alles. Es gibt sehr engagierte Lehrer. Und es gibt auch funktionierende Klassen, es gibt auch hervorragende Initiativen an Schulen. Also es ist alles, man kann es nicht alles so pauschal niedermachen, da macht man, glaube ich, auch einen Fehler. In Berlin fehlen 27.000 Schulplätze, hat die Senatorin gerade diese Woche erklärt. Ja, da haben Sie recht. Ich will nur sagen, es verkommt nicht alles, sondern es gibt auch sehr engagierte und gute Beispiele. So, trotzdem ist natürlich das Problem des, und was ich noch sagen möchte, niemand, also ich am allerletzten, ruft dazu auf, die Europameisterschaft abzusagen oder die Olympischen Spiele abzusagen. Wir müssen das, wir wollen das, wir lieben das und das trägt auch zur guten Stimmung bei, wenn wir hoffentlich mal wieder auch ein Spiel gewinnen dann bei so einem wichtigen Turnier. Darum geht es nicht, aber man muss schon wachsam sein, dass es islamistischen Terrorismus gibt und dass durch die offenen Grenzen und dass durch die Zuwanderung das Problem größer geworden ist. Das ist einfach so. Und wenn man den Leuten, die da mehr von wissen als ich, zuhört, dann ist es tatsächlich auch so, dass die Sorge besteht, dass die Zelle, dieser ISPK, der in Moskau zugeschlagen hat, womöglich die Idee hat, auch hier weiter rüberzukommen und hier Anschläge zu verüben. Das müssen wir auf dem Schirm haben. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir auch an den Grenzen besser hingucken. Und deswegen muss ich auch sagen, finde ich rückblickend, die Phase der ungesteuerten Zuwanderung war ein Riesenproblem, mit dem wir heute noch zu kämpfen haben.